Brüder und Schwestern in Christus, als ich vor einigen Jahren mein Studium in Glas abgeschlossen habe, da hatte ich einige Freundschaften geschlossen, also 4 Jahre war ich dort und ja, man lernt so Leute kennen. Unter diesen, die ich da kennengelernt habe, mich mit ihnen angefreundet habe, war auch eine Frau, die heißt Marlene, eigentlich eine sehr gute Freundin von einem Mitbruder, aber wir haben auch Vorlesungen gemeinsam besucht, so ist auch eine Freundschaft entstanden. Und kurz vor dem Abschluss ihres Studiums hatte sie uns allen gesagt, dass sie einen geistlichen Weg gehen möchte und sie ist in eine Ordensgemeinschaft eingetreten. Nicht irgendeine, sondern in die Gemeinschaft der Schwestern von Jerusalem. Ich weiß nicht genau, wie sie heißen, aber das ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall eine Gemeinschaft, die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil entstanden ist. Eine monastische Gemeinschaft, also das Wichtigste in ihrem Tagesablauf ist das Gebet, ist in meinem Tagesablauf sehr wichtig, aber sie gehen nicht so viel nach draußen, obwohl in dieser Gemeinschaft das ein bisschen anders ist, aber die Einzelheiten sind nicht so wichtig. Was sie so prägt, ist, dass im Unterschied zu anderen monastischen Gemeinschaften, ihr kennt zum Beispiel Heiligen Kreuz oder Göttfeig oder sonst welchen Stift, die sind immer abgelegen. Also um sie herum ist immer ein Dorf, eine Stadt entstanden, aber das ist später gekommen. Sie haben sich einen abgelegenen Ort immer gesucht. Und diese, wo diese Freundin eingetreten ist, die haben sich dazu bewusst entschieden, inmitten der Städte zu beten. In Frankreich vor allem sind sie ansässig, ein sehr säkularisiertes Land, wo der Glaube keinen Raum hat im öffentlichen Leben. Und sie ist in Paris, glaube ich, bei der Kirche Saint-Germain. Das ist ziemlich im Zentrum. Und da ist es lauter als bei uns. Ihr kennt vielleicht, also es gibt ein paar Dokus über diese Gemeinschaft, wie sie beten. Und da kommen Leute von außen eben von der Liturgie angesprochen, da finden sie etwas, was sie in der Kirche gutheißen, was ihnen selbst gut tut. Warum ich davon spreche? Weil ich selbst lebe mitten in der Stadt, keine große Stadt, St. Pölten, aber doch bemüht sich eine zu sein. Und in der Innenstadt ist es immer laut. Bei uns ist es noch relativ ruhig, in Wien ist es schlimmer. Und warum sollte man, wenn man einen geistlichen Weg wählt, sich bewusst in diesen Lärm hineinzubegeben? Warum sollte man das tun? Ich glaube, die Antwort auf diese Frage, die ich für sehr wichtig für alle, die hier sind, halte, finden wir in den heutigen Lesungen. Wir haben die sehr schöne Lesung vom Propheten Elia gehört. Also man muss die Vorgeschichte kennen. Der hat einen Wettstreit geführt mit den Propheten der Götzen in Israel, hat sie überboten, ließ sie auch erschlagen. Also 450 Propheten der Götzen wurden auf seinen Befehl hin getötet. Und die Königin, die war nicht so ganz damit zufrieden. Ein großer Konflikt entstand. Elia zettelte so einen kleinen Aufstand an und ja, dann hat er gesehen, das ist doch ein bisschen zu viel für mich und ist verschwunden. Hat sich ein stilles Örtchen gesucht und auf einen Berg ist er gegangen. Da in eine Höhle hat er sich verkrochen. Er ist eigentlich vor dem Tod geflohen, aber letzten Endes hat er eigentlich nur gewollt, lasst mich in Ruhe, ich will sterben. Gott soll mich auch nicht mehr belästigen. Das reicht einfach. Das ist zu kompliziert. Und Gott, was macht er? Er geht zu diesem Elia und sagt ihm, na, komm raus aus deiner Höhle und du wirst mir begegnen. Und da ist dieses schöne Bild, dass da ein Sturm vorübergeht, Erdbeben, Feuer. Gott ist dort nicht zu finden.
kleines Säuseln kommt und da ist Gott. Plötzlich offenbart sich Elia auf eine ganz besondere Weise. Sehr oft wird diese Geschichte dazu verwendet, Gott als diesen Sanften darzustellen. Er hat sich so Elia offenbart. Und ich vermute, die Christen, die jetzt unter starker Verfolgung im Irak leiden, hätten einen Gott, der im Sturm kommt, viel lieber als diesen, der in Säuseln kommt. Also das ist nicht so, das muss man relativ sehen. Auf jeden Fall, Gott kommt zu Elia, da wo er ist. Er sagt ihm nicht, komm nach Jerusalem hinunter, da wirst du mir begegnen, oder komm zurück auf den Hof des Königs, da wirst du mir begegnen. Nein, Gott kommt zu ihm. Und dort holt er ihn ab. Ist nicht so aufregend. Im Evangelium haben wir eine ähnliche Geschichte. Das ist die Fortführung des Evangeliums vom vorigen Sonntag, wo Jesus die 5000 gespeist hat. Und jetzt hat er genug. Er geht auf einem einsamen Ort beten, schickt die Jünger voraus. Die sollen über den See mit einem Boot fahren und auf ihn warten. Da gibt es keinen Sturm, aber die bekommen Gegenwind, es schaukelt ein bisschen und die Jünger, wie sie sind, bekommen Angst. Es waren Fischer, ne? Also keine Ahnung, warum sie Angst hatten vor einem kleinen Wind und vor Wellen, aber so ist es gewesen. Und plötzlich kommt Jesus zu ihnen und da bekommen sie erst Angst, weil sie denken, das ist ein Gespenst, aber nein, er kommt zu ihnen, weil sie Angst haben. Man muss auch von der Bibel einiges wissen. Also ein großes Wasser, ein See oder das Meer steht in der Bibel für den Chaos, für die Urgewalten, für das Böse, für den Satan. Und Jesus schickt seine Jünger in diesem Boot auf dieses Wasser hinaus, in diesen Chaos, in die Welt, wie sie so ist manchmal. Und da schaukelt es ein bisschen, die bekommen Angst, aber die gehen nicht unter. Jesus kommt zu ihnen. Und was bewirkt er? Dass Petrus sogar es wagt, nicht in diesem schönen Boot zu bleiben, das halbwegs stabil ist, es geht ja nicht unter, sondern er wagt den Schritt hinaus. Da bekommt er wieder Angst, aber letzten Endes streckt Jesus seine Hand aus und hilft ihm. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Gott kommt zu uns da, wo wir sind. Weil ich sehe das sehr oft bei mir und auch bei vielen Christinnen und Christen. Wir suchen Gott da, wo es ruhig ist, wo das Ambiente stimmt. Und das ist nichts Verkehrtes. Aber so macht man Exerzitien einmal im Jahr oder einmal in 10 Jahren. Da kann man sich einen stillen Ort suchen, bewusst hingehen und da, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, Seele auftanken. Ja, also. Aber da kann man Gott begegnen. Ist ein bisschen einfacher. Aber das ist einmal im Jahr. Wenn sich jemand das öfter leisten kann, ich nicht, ist er glücklich. Meistens ist es viel seltener. Und wir können Gott hier und jetzt begegnen. Abgesehen davon, dass er hier sichtbar im Sakrament des Altares zu uns kommt, er ist in deinem Leben überall dort, wo du bist, in deiner Arbeit, in deiner Familie, in deiner Freizeit. Er kommt zu dir und streckt die Hand aus und sagt dir, komm. Er erklärt nicht viel, was du da machen sollst. Das ist auch ein bisschen lästig bei Gott, aber so ist er halt. Er sagt einfach, komm, hab Vertrauen zu mir. Darum geht es in den heutigen Lesungen. Dieses Vertrauen auf Gott zu haben, dass er dort zu finden ist, wo ich gerade mein Leben verbringe. Wenn man es anders sehen sollte, dann liegt man falsch. Gott ist nicht nur an den ruhigen Plätzen.
Sonst wäre Gott nicht in Auschwitz gewesen. Ich war dort jetzt im Mai mit einer Pilgergruppe und da war die erste Frage, die wichtigste Frage: Wo war Gott an diesem Ort? Einem Ort des Chaos, einem Ort des Bösen. Und ein Pfarrer, ich wusste das schon, aber er hat mich daran erinnert. Er hat gesagt, also das ist der Oreste, er ist Pfarrer in St. Georgen, er hat gesagt, Gott war in jedem dieser Menschen, die dort ermordet wurden. Jesus war in jedem von ihnen, auch wenn sie es nicht wussten. Also Gott ist wirklich da, wo du bist. Du musst ihn nicht suchen. Das ist das Erstaunliche im heutigen Evangelium. Du brauchst nur deine Hand auszustrecken, also ihm ein bisschen Vertrauen zu schenken und sagen, hilf mir, so wie Petrus das gemacht hat. Und wir brauchen keine Angst vor dieser Welt zu haben. Du brauchst keine Angst vor dem zu haben, was da draußen ist. Also die Musik ist okay, es gibt Schlimmeres. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du ihn verpasst. Er wird schon kommen, manchmal in großen Sturm, in einem Erdbeben in deinem Leben, manchmal in seinem Säuseln, das der Prophet Elia erfahren durfte. Aber er kommt immer zu dir, da wo du bist. Du musst ihn nicht extra suchen, nur man muss manchmal die Augen aufmachen und ihn sehen. Das kann man aber auch lernen. Und ich möchte euch dazu einladen, diese Woche es zu versuchen, Gott dort zu sehen, wo es am lautesten in deinem Leben ist. Versuche Gott dort zu finden. Und wenn es dir gelingt, dann kannst du so sicher übers Wasser schreiten, über das, was in dieser Welt vielleicht nicht in Ordnung ist, wie es der Petrus gemacht hat. Manchmal auf wackeligen Beinen, aber letzten Endes schreitest du auf diesem Wasser und wirst nicht untergehen.